Jetzt habe ich hier noch was ganz Wildes bekommen von einer Bekannten von mir, meine Freunde. Eine Tiny House Tour von Starlet Nova. Ich finde Tiny Häuser extrem geil und würde mir das gerne reinziehen an der Stelle hier, Leute. Schauen wir uns doch mal ganz kurz an. Wie wohnt man eigentlich in einem Tiny House? Für die Leute, die es nicht wissen, was ein Tiny House ist, ich werde es jetzt hier nicht erklären, weil die Begrifflichkeit sich von selber ergibt, ihr dämlichen Vollidioten. Gibt es das auch in HD oder muss ich mir das hier so angucken? Gibt sogar in 4K. Perfekt. Das Dach ist nicht sauber. Das Dach ist dreckig. Was soll das? Du bist eine Frau, wohnst an einem Haus. Warum ist das da? Ich halt's Maul, komm. Ich liebe meine Behälter, wo nur Erde drin sind. Ich liebe die. Ah, das ist vorher und das ist nachher, ne? Also, ich glaube, das war vorher eine Gartenhütte und jetzt ist es halt ein komplettes Haus geworden. Das sieht echt nice aus, tatsächlich. Wie geil ist das, einfach so ein kleines Haus zu haben? Wie nice ist das bitte? Einfach so in so einem kleinen Haus zu wohnen? Also, einfach ein Haus haben an sich ist schon geil, wa? MTV Cribs? Bro. Hallo, komm rein! Ja. 10 aus 100, danke für deinen Sub, Bro. Kuss. Sieht richtig, richtig cozy aus, wirklich. Da liegt eine Ukulele, wo ich mir sicher bin, dass die noch nie in dem Leben gespielt worden ist. Junge, du hast 500 Häuser. Das sind 500 Wohnungen, nicht 500 Häuser, mein Gott. Everything you need is fighting a battle you know nothing about. Be kind, always. Unding. Also, ich wollte einfach nur mal kurz zu meinem Haus noch mal was so an sich sagen, also damit ihr so ein bisschen wisst, wie ich überhaupt, einfach die größten Fragen, die, glaube ich, aufkommen bezüglich des Tiny Houses, wollte ich einfach mal kurz beantworten. Mhm. Also, wie ich zu dem Tiny House gekommen bin. Chat, ihr haltet euch zurück. Fragt jetzt nicht nach Eye-Tracker. Ja, moin. Hört auf. Haltet euch einfach zurück. Die Kette ist voll toll. Hört auf damit. Benehmt euch, ihr dummen, dämlichen Affen. Benehmt euch ein einziges Mal. Benehmt euch, Mann! Maschallah, Junge. Einfach nur unangebracht. Das ist doch Pornodarstellerin. Wie lange ich hier schon lebe, wie das alles renoviert worden ist, wie ich überhaupt zu dem Tiny House gekommen bin. Ich bin durch das Tiny House tatsächlich gekommen, durch eine Freundin meiner Mutter. Das ist hier auch zur Miete. Also, mir gehört das Haus nicht. Also, es steht noch aus, vielleicht kaufe ich das auch irgendwann mal, aber im Moment bin ich jetzt tatsächlich nur Mieter. Wir haben alles... Digga. Leute, ich kann mir das nicht... Tamina. Was dieser Chat... Ach, Digga, ich bin so froh, dass dieser scheiß Simp-Emote weg ist, ihr dummen Affen, Alter. Er verteidigt eine Frau Simp. Ist nur renoviert. Das Einzige, was jetzt vom alten Vormieter sozusagen noch da ist, war die Küche, die ich euch gezeigt hatte. Also ich wollte eigentlich jetzt ein Roomtour sehen und nicht die komplette Lebensgeschichte, aber es ist trotzdem auch interessant, Alter. Und natürlich euch zeigen werde. Ich lebe in dem Tiny House jetzt seit fast einem Jahr. Und dass natürlich viel Zeit auch irgendwie in die Renovierung eingeflossen ist. Gibt es eigentlich irgendwie immer was zu tun. Also ich glaube, wirklich fertig ist man jetzt nie mit dem Renovieren sozusagen. Ja, ja. Auf jeden Fall auch, dass es wie gesagt kein Tiny House ist, was konzeptioniert worden ist, ein Tiny House zu sein. Also es ist halt nicht kein typisches Tiny House, was extra dafür gebaut wurde. Ich hasse meinen Chat so sehr. Ich hasse meine Community. Ich will einfach, Digga, ich glaube, ich mache wirklich meinen Twitch-Kanal. Ich lösche meinen YouTube-Kanal, meinen Twitch-Kanal. Fang komplett von vorne an mit ganz neuen Leuten, Alter, wirklich. Und es ich lerne jetzt einfach Spanisch, damit ich nie wieder mit mich euch mit... Ach, haltet alle die Fresse. Es ist im Endeffekt eigentlich nur ein sehr kleines Haus. Deswegen so die ganz coolen Gadgets von irgendwelchen Tiny-Häusern gibt es hier nichts. Jetzt würde ich gerne die Roomtour sehen. Das ist also die Küche. Das ist die Küche, Leute. Die ist sehr schön eingerichtet. Die sieht aus wie, es steht da ein Thermomix. Nee, tatsächlich nicht. Da hat es alles drin, was man braucht. Da ist auch direkt schon eine Frau dabei. Ganz toll. Ja, ist schön. Ist eine schöne Küche. Also die Küche war das Einzige, was von dem Vormieter da noch drin war. Alles andere haben wir rausgerissen, renoviert. Das war auch irgendwie nicht zu gebrauchen. Hier sind meine Töpfe drin. Hier ist mein Kühlschrank. Der ist mir tatsächlich ein bisschen zu klein. Wunderschönes... Das finde ich ja immer so krass, wenn das jemand wirklich ernst meint. Ne? Also wenn jemand so ernsthaft seine Sachen beschriftet, Alter. Digga, bei mir... Aesthetic. Also ich sag's jetzt so, wie es ist. Ich habe vor kurzem, habe ich bemerkt, wir haben eine Menge Ameisen in der Wohnung. Dann habe ich bemerkt, wo die herkommen. Wusstet ihr,
dass Schwarzbrot nach 3 Monaten anfängt zu schimmeln. Mir war das neu. Big Pinterest Regal. Ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt, dass die Pornodarstellerin ist, falls ja. Hier soll noch ein paar Kräuterpflanzen rein. Kann man auch voll gut so Dings reintun, ja. Nice. Das wäre auch kein Tiny House, wenn es keinen Klapptisch geben würde. Ganz wichtig, und, ganz wichtig. Wenn ich vergesse, da habe, dass das selten vorkommt, mhm, dann könnte ich theoretisch... Ja. Ja, ist gut. Das ist ein sehr wichtiges Schild. Ich weiß nicht, was da drauf steht. Kann mir das jemand bitte irgendwie übersetzen? Ich weiß nicht, was da steht, aber das ist cool. Einbauschränke fehlen. Einbauschränke fehlen, Leute. Da. Hier. Einbauschränke, ne? Ist gut. Wichtig. Guck mal, dieser Unterschied. Vorher, nachher. Es ist viel, viel geiler, wirklich. Vorher sah es aus wie das Wohnzimmer, in dem mitten im Leben gedreht wird. Jetzt sieht es aus wie das Wohnzimmer, wo mitten im Leben aber mit IKEA-Möbeln gedreht wird. Es war ein Spaß, es ist wirklich schön. Hi. So, sehr Sofa minimalistisch. Das war meine erste Wohnung in Frankfurt. Also das habe ich vom Mieter einfach übernommen, sozusagen. Bin auch recht zufrieden damit, aber wirklich brauchen tue ich das nicht. Ich habe eh nicht so viele Freunde, die ich hier beherbergen könnte. Aber es sieht ganz schön aus. Natürlich. Ukulele. Mhm. Wieso hat die nur 4 Seiten? Ist es normal, dass eine Ukulele 4 Seiten oder ist es normal, dass eine Ukulele nur 4 Seiten hat? Da steht, man soll bei Revis haben. Ah ja. Hi, öfter hier. Nee. Ich habe mir einen lang gehegten Traum erfüllt. Mhm. Theoretisch einen begehbaren Kleiderschrank besorgt. Der Witz ist eine Sache, aber nur, man kann ihn halt nur öffnen, wenn man ihn begeht. Deswegen, wenn ich mich hier reinstelle, bin ich so. Und jetzt bin ich in meinem Schrank. Ja, also, ich weiß nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich das Qualitätsmerkmal eines begehbaren Kleiderschranks ausmacht. Aber es ist eins, ein Einbauschrank. Das ist extrem wichtig für die Statik eines Hauses. Das haben wir gelernt. Wunderbar. Und hier unten passen meine beiden Koffer rein. Mhm. Also die sind dann auch immer weg, wenn ich nicht gerade fliegen muss. Ja. Hier oben habe ich einen Kleiderbügel, einen Haken an. Chanel-Tasche da oben, ne? Die ist reich. Ja. Eigene Haus, teure Tasche, läuft bei der. Mieter tatsächlich, der hat hier eine Wendeltreppe drin gehabt. Und die ging hier einmal so nach oben. Auch und es hat so viel Platz weggenommen. Und das Haus ist eh schon unglaublich klein. Wollte ich eigentlich nur so eine ganz normale, rustikale Leiter haben. Mhm. Aber das war mir dann doch zu wackelig. Hat meine Mama dann tatsächlich diese Leiter hier selber gebaut. Und das ist dope, wenn deine Mutter sowas kann. Das ist geil, Alter. Somit ist es alles noch ein bisschen platzsparender geworden. Weil das so die einzige Leiter war. Oder der einzige Weg, wo das einfach Platz hingeschrieben wird. Ja, macht Sinn. Aber bevor wir nach oben gehen, geht es erstmal weiter ins Bad. Ich finde so Tiny Häuser mega geil. Ja? Ich finde so Tiny Häuser richtig, richtig cool, Alter. Ich schmör's. Ich würde mir, glaube ich, auch. Aber nur so, also nicht für immer so zum Wohnen, aber mal so Wochenend-Tiny House-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Hier auf jeden Fall von Jeremy Fragrance inspiriert. Victoria's Secret Givenchy, würde Monte sagen. Because It's You von Emporio Armani und hier Miss Dior, also wirklich teure Düfte, tolle Düfte, Top 10 Düfte für den Sommer. Da muss man auf jeden Fall die Spray-Routine erstmal committen, natürlich, ganz klar. Kauf dir eins, wenn du deine Villa gut, das ist ein guter Hinweis, werde ich berücksichtigen, danke. Die habe ich auch, die ist lecker. Die hat meine Putzfrau einfach weggeworfen, ich weiß nicht warum, die war voll, die hat die entweder geklaut oder weggeworfen, ich weiß es nicht. Oh, Geschirrspüler in ganz klein, in ganz tiny, das ist cool. Für eine Person optimal. Ja. Wow. Hier sind wir auch schon im Bad. Ich glaube, das ist ihr erstes YouTube-Video, hat sie eben geschrieben. Dafür ist es echt sehr solide geschnitten und gefilmt ist es tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist immer scharf, es ist 10-mal besser als jedes Gewitter im Kopf-Video, wobei das auch nicht schwer ist. Tatsächlich, erst einmal, ja, mein absolutes Herzstück, mein absolutes Baby. Das ist mein Wäschetrockner und war recht teuer, aber hat sich für mich total gelohnt, weil ich somit praktisch meine Wäsche direkt hier waschen und trocknen kann in einem Gerät. Macht Sinn. Das ist eine sehr gute Investition gewesen. Und hier drüber direkt habe ich einen Mini-Geschirrspüler. Mhm. Man denkt sich jetzt natürlich so, die Frau lebt doch alleine, kann die nicht ihre 3 Teller abwaschen? Was soll ich sagen? Es war einfach ein Luxus, den ich mir gegönnt habe. Verstehe ich. Absolut nachvollziehbar. Habe ich auch gelesen, dass es ökologisch und auch... Ökologisch. Aha.
vom Wasserverbrauch her viel besser ist, einen kleinen Geschirrspüler zu haben, anstatt es alles per Hand zu waschen. Wir sind hier in so einem Kasten, ein bisschen eingebaut, das alles so ein bisschen sehr aussieht. Viel self-made. Das ist hier alles von Ikea. Der Spiegel tatsächlich auch Dusche, da ist sehr unspektakulär. Auch alles aber hat eine Dusche, das ist wichtig. Und ja, das ist mein Bad jetzt erstmal. Und hier oben. Hier sind so ein paar Shots dabei. Ich weiß, woher die. Also, die ist so. Und hier oben war es so, dass hier nichts war, außer das Loch, was hier im Boden ist. Ja, es ist ein Zimmer. Es ist ein schönes. Ist ein schönes Zimmer. Dann ging die Wendeltreppe nach oben und der Vormieter hat hier nur eine Matratze drin gehabt und alles. Der Vormieter war safe heroinabhängig, Alter, wenn der da nur eine Matratze drin hätte. Digga, unten war es so richtig dreckig und der hat einfach oben geschlafen. Aber es ist nice. Was da drin war und meinte auch, hier würde niemals ein Bett reinpassen, aber. Guck, guck, du kleine Schlampe. Guck mal, wer da ist. Und das sieht sehr cozy aus, muss nur geisteskrank heiß sein im Sommer, Digga. Das ist wirklich so geisteskrank, Digga. Das war, also das ist ja im Sommer ist es ja 30.000 Grad, oder? Und ja, das hier hochzukriegen war auf jeden Fall ein richtiger Kampf. Aber wir haben es jetzt auch eingesenkt in den Ecken. Und ja, jetzt habe ich hier oben ein wunderbares Bett. Das ist gut. Die Bettdecke hatte ich auch mal, da hat aber Kani drauf gepisst, die muss ich wegwerfen, ist kein Witz. Den hatte ich nicht, aber auch da hätte Kani drauf gepisst. Da chillt man doch immer nur nackt. Gib das handfrei, ich habe keine Ahnung, wo du wohnst. Ich hoffe, du wohnst nicht mal mit deinen Eltern zusammen, weil dann wäre es echt weird. Hier so Verdunklungsvorhänge, die ich immer vorziehen kann. Das ist besonders wichtig irgendwie, wenn ich... Wenn es dunkel haben willst, ich verstehe das. ...gejetlaggt bin oder so und dann tagsüber schlafen möchte. Und sie ist Stewardess. Nein, Flugbegleiterin heißt es. Stewardess darf man nicht mehr sagen. Habe ich tatsächlich mich informiert, ja. Flugbegleiterin und dann ist es natürlich klar, dass man da das Ding zumachen kann zum Pennen, ne? Macht Sinn. Die hat meine Mama auch selber gemacht. Grüße gehen raus. Der geisteskrank begabte Mutter, Junge. Meine Mutter hat mir heute eine Waffe gemacht. So viel dazu. An der Stelle, danke, danke. Und die kann ich einfach vorziehen. Ja, ist es hier dunkel. Den Boden habe ich tatsächlich vom Restposten. Das ist so ein Flocati-Teppich. Genau, den habe ich hier. Boah, da muss einmal was umfallen, dann ist der direkt dreckig, ne? Eingebaut. Das Geländer, das hat meine Mama selber gebastelt. Wie ich crazy, nicht runterstürze nachts, wenn man einen Weißwein getrunken hat. Auch so, das ist nämlich echt ganz schön gefährlich und auch recht hoch, auch wenn man das nicht sieht. Genau, und hier drehe ich meinen wunderbaren... Wie geil, dass da noch so eine Streaming-Area ist, ne? Content für... Katzenohren. Also das ist... Also sie macht auch Content, hat sie gerade gesagt. Ich weiß nicht genau was für, aber sie macht Content. Wie gesagt, mein Twitch-Setup, wo ich streame. Was steht da? Ah ja, toller, total toller Clickbait-Titel. Ja, verstehe ich. Streame immer. Das Haus ist ultra cozy, oder? Es ist richtig, richtig bequem, wirklich. Das Kabelmanagement ist komplett aus der Hölle, da bitte ich einfach nicht drauf achten. Einfach. Same. Einfach ja. Pornab. Pornab Content. P-O-R-N-A-B Content mit K. Piss dich. Den Schuh hat meine Mama auch selber gemacht. Jo, wahrscheinlich. Sag doch direkt, deine Mutter hat das Haus selber gebaut. Den Stuhl hat sie selber gemacht. Digga, der sieht aus wie ein Designerstuhl, wo fucking Justin würde für diesen Stuhl 1800 Euro bezahlen. Pro Bein. Weil ich halt leider nicht so viel Platz habe. Das unten meist sehr voll ist in meinem ganzen Zimmer. Habe ich hier oben immer auswechselbare Boxen. Also hier sind all meine Bikinis beispielsweise drin. Nee. Zeig mal alle Bikinis, sagt Chat. Nee, klar. Das sind meine Pullis. Ach, das sind auch meine Bikinis. Ordnung. Üben, da, das ist so ein bisschen schwer. Ich zeig euch, wie ich da rankomme. Das sieht aus wie ein Suizidkommando und ist es auch eigentlich. Wenn ich hier so rübersteppe, kann ich auch die Seite hier erreichen. Da ist natürlich klar, man sieht, da ist nur echt Pelz drin. Hier sind Schuhe, Mützen drin, also ich jetzt im Sommer halt nicht brauche. Ich soll Füße zeigen. Macaroni, beruhig dich mal ganz kurz, okay? Also wir müssen jetzt mal ganz kurz hier wieder auf eine sachliche Ebene kommen. Es geht so nicht. Bei mir sind Bücher drin. Ich weiß, ich kann lesen. Denkt man nicht. Genau, hier sind noch Uniform-Sachen drin. Genau, und hier Pullis und Elgato-Stuff sehe ich. Videogame-Sachen. Hier ist, ich wäre ja auch kein Tiny House, ich keinen Plattenspieler hätte. Ganz wichtig, ein Plattenspieler ist ultra wichtig. Das sind die mit dem eingebauten Subwoofer hier, man sieht das. Genau. Das ist tatsächlich auch nicht nur die... Die soll Hände zeigen. Digga, Chat, also wirklich. Die einzige Platte, die ich besitze, aber es ist die schönste. Ich komme mal wieder zurück. Schön. Und hier wollte ich eigentlich meine Uniform raufhängen, aber im Moment, ja, habe ich, wie gesagt, fliege ich wenig und nutze den Platz dann eher, um meine Partyklamotten aufzuhängen. Macht auch Sinn. Wenn ich benutze, weil Corona... Die soll Ohren zeigen, Chat. Könnt ihr vielleicht einfach... Ich gehe auch sonst nicht raus, aber da oben das Herz, das hat mir meine beste Freundin Tamini geschenkt.
von Tamina. Grüße geht raus an der Stelle. Tamina, bist du noch im Chat, falls ja? Da wollte ich ja nochmal Kunstblumen reintun. Genau. Einfach so Deko-Sachen. Alles. Wärst du gern ihr Tampon? Chat? Unterarme würde ich auch nochmal gern sehen. Die soll Achseln. Chat? Könnt ihr euch einfach alle. Digga. Das ist so ein bisschen schwarz-weiß. Ja. Beautiful. Oh, wo ist das? Das ist draußen, glaube ich, oder? Ja. Also das ist hier der Paar sozusagen, der noch am meisten Arbeit benötigt und ich auch ja, am meisten irgendwie am werken werde. Hier sind erstmal meine Einbauschränke. Ganz, ganz wichtig. Ja, Mann, Digga. Ja, da Mann. Einbauschränke, Digga. Fucking Einbauschränke. Meine Jacken drin, ganzen Wintermantel, meine Schuhe. Kann da nicht einfach jemand hingehen, da was stehlen? Also ist das nicht draußen so? Also kann da nicht jetzt einer, sie sind abschießbar, aber trotzdem. Also könnte nicht einfach jemand klauen? Vivi5989, Dankeschön für die 2 Gifted Subs. Wirklich, das ist, wow. Was ich halt in einem kleinen Haus lagern kann. Konserven, so ein bisschen Essenssachen. Natürlich ganz wichtig, mein zweiterer Ganzkörperspiegel. Kann es sein, dass du dumm bist? Ja, wie ich lag gesoffen. Da ist kein Ladies drin, alles gut. Auf jeden Fall, weil wenn man hier draußen natürlich dann nochmal sich in einen anderen Mantel anzieht und andere Schuhe, muss man nochmal gucken, ob der Drip fresh ist. Ob der Drip fresh ist. So ein Ding. Ob man gut aussieht, it's nice. Okay. Hier möchte ich eigentlich so eine, also gerne nochmal eine Hängematte hinhaben. Ich würde hier oben super gerne Lichterketten. Sie sagt gerade, sie will da eine Hängematte hinmachen. Also, saugeile Idee. Ich weiß nicht, ob das hält. Also, kein Plan, Digga. Weiß ich jetzt nicht. Also, ich würde hier oben super gerne Lichterketten alles noch machen. Ich schwör, können meine Mods einfach meinen ganzen Chat kurz bannen? Ist das irgendwie möglich, Alter? Ist halt total cozy. Mit ein paar Paletten hier nochmal so eine Lounge-Area. Dieses Fahrrad sieht so dope aus, Mann. Das ist so ein geiles Cruiser-Bike. Halt alles im Moment mega provisorisch. Genau, wie gesagt, da vorne halt noch viel Arbeit, aber würde ich halt auch noch machen, dass man hier halt irgendwie so chillen kann. Auch vielleicht so ein Bierpong-Tisch oder sowas in die Richtung. Guck mir nie wieder ein Video mit einer Frau oder irgendeiner Frau an, also das reicht jetzt. Man das echt nutzen muss, dass man hier eigentlich draußen ist, aber es ist aber trotzdem extrem chillig so. Ja, ist cool. Trotzdem überdacht. Den klar. Da hast du einen Hund oder? Also da kommt jetzt keiner, oder? Ja. Ja, da ist niemand. Ich bin hier sehr zufrieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass das sehr, sehr schön. Mein kleines Haus sehr, sehr gesehen cool. habt. Mein Lebensumstand. Mhm. Ja, also wenn ihr interessiert seid, lasst doch gerne ein Abo da. Da ja. seht ihr, sieht wenn ich aus, hochlade wirklich. Sozusagen. Und ja, Twitch Prime ist kostenlos, meine Lieben. Sie hat es gesagt, Leute. Twitch Prime ist kostenlos. Also ganz ehrlich, an der Stelle. Ihr wisst, was das bedeutet. Kuss. Dankeschön. Tschüss. Sehr schönes Video, Leute. Da, das ist doch, also das ist doch wirklich, das war doch wirklich sehr liebenswert, Mann. Das ist doch sehr, sehr niedlich und schön. Das passt ganz schön. Ganz schönes Haus auf jeden Fall, wirklich. Tolle Ecke. Also ehrlich, gefällt mir wirklich